Nee, keine Ahnung. Tut mir leid. Ich weiß da leider nicht so viel drüber, muss ich sagen. Nein, ich habe keine Ahnung. Natürlich habe ich mich schon gefragt, was das komische Ding eigentlich soll. Schon seit mehr als 35 Jahren liefern sich die drei Radrennfahrer auf dem Uni-Boulevard einen erbitterten Kampf um das Finale. Angepeitscht von ihren beiden Trainern. Aber die Geschichte der Plastiken aus Polyester kennt heute an der Uni Bremen niemand mehr. Pressestellenredakteurin Carla Götz hat sie recherchiert. Also die Skulptur hat eine politische Vorgeschichte. 1973 hat der Bremer Senat ein dickes Maßnahmenpaket unterfüttert mit Geld beschlossen. Kunst im öffentlichen Raum. Und die Uni Bremen dachte, wir haben den Boulevard gerade gebaut, wir haben hier den Sportbereich, da ist es relativ kahl, wir wollen davon profitieren. Dann wurde eine Kommission gebildet und das Unibauamt hat bundesweit einen Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich viele, viele beteiligten und gewonnen hat ihn schließlich Peter Mittler, ein Bildhauer, der diese Radfahrergruppe erstellt hat. Die Skulptur sollte nicht dekorativ sein, sondern gesellschaftskritisch. Das beschäftigte in der damaligen Zeit natürlich viele Gremien. Im Universitätsarchiv finden sich unzählige Akten, Protokolle und Briefe. 4 Jahre dauerte es, bis der Diskussionsprozess beendet war und die von Peter Mittler gefertigte Skulptur endlich eingeweiht werden konnte. Das war auf jeden Fall ein langwieriger Prozess, der von intensiven Diskussionen geprägt war und von dem Bemühen um Mitbestimmung und Transparenz. Und aus diesem Grund hat man auch dann im Juni 1976 die Entwürfe, die in dem Wettbewerb ausgelobt worden waren, nochmal in einem öffentlichen Kolloquium präsentiert und der Öffentlichkeit vorgestellt. Und für den Künstler war das natürlich insofern nachteilig, weil er seine Entwürfe immer wieder anpassen und ändern musste. Seit 1978 steht diese Radfahrergruppe auf dem Boulevard. Sie ist ausgeführt aus Polyester, vielleicht nicht die beste Wahl, denn man sieht, der Zahn der Zeit hat an diesen Figuren genagt. Und sie sehen ja eigentlich traurig aus. 1992 wurden sie einmal restauriert. Eine nächste Restaurierung wäre schön. Dabei lohnt sich das Anhalten und Hinsehen. Wer genau hinschaut, erkennt vielleicht die Gesichter der Trainer. Sie erinnern an den Vater des Wirtschaftswunders, Ludwig Erhard, und an Adolf Hitler, womit ein Bezug zum dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte hergestellt wird. Was genau die Gruppe ausdrücken soll, ist Interpretationssache. Den Künstler Peter Mittler kann man nicht mehr fragen. Er ist 2004 verstorben. Ja, diese fast lebensgroßen Figuren müssen allerhand studentischen Scherzen standhalten. Sie sind also eine gute Litfaßsäule für Handzettel, für allerhand Aufkleber. Im vergangenen Sommer hatte ein Studierender oder eine Studierende mal Blumen sogar eingepflanzt in so einen offenen Kopf. Und das waren Tagetes und die blühten auch einen Sommer lang. Und das fand ich besonders witzig, weil Tagetes heißt zu Deutsch Studentenblume.